Wenn, sagen wir, 1% des Lebens bewusst und 99% zufällig geführt wird, musst du eine Scheißangst vor dem Leben haben. Wie soll man sonst leben? Wovor hast du also Angst? Etwas, das passieren wird oder von dem du glaubst, dass es passieren wird, nicht wahr? Wenn du davon nichts weißt, dann bist du ein zufälliges Wesen. Es ist gut, dass du Angst hast, denn sonst könntest du dir selbst großen Schaden zufügen. Namaskaram, Sadhguru. Viele Menschen sagen, dass Gedanken Karma erzeugen. Und manchmal kehren unsere größten Ängste täglich in unseren Köpfen wieder. Wie stoppen wir also diesen Gedankenfluss? Und wie verhindern wir, jene Ängste materialisieren? Und wie können wir außerdem unerwünschtes Karma abbauen? Schau, diese ganze Karma-Geschichte ist sehr missverstanden worden und wurde als fatalistischer Prozess dargestellt. Karma bedeutet dies, Karma bedeutet Handlung. Bedeutet wörtlich übersetzt Handlung. Während du hier sitzt, findet körperliche Aktivität statt, mentale Aktivität findet statt, emotionale Aktivität findet statt, Energieaktivität findet statt. Diese vier Dimensionen des Karma geschehen in jedem Moment deines Lebens in dir, sowohl im Wachzustand als auch im Schlaf geschehen sie. Wenn ich dir jetzt eine Frage stelle, seit heute Morgen, seit du aufgewacht bist, bis zu diesem Moment, wie viel von diesen vier Dimensionen des Karma führst du bewusst aus? Wie viel denkst du? Prozent. Weit unter 1%, glaub mir. Es ist weit unter 1%. Wenn, sagen wir, 1% des Lebens bewusst und 99% zufällig geführt wird, musst du eine scheiß Angst vor dem Leben haben. Wie soll man sonst leben? Wenn du ein Auto fährst und es zu 99% zufällig ist, wie du fährst, wirst du dann verängstigt sein oder nicht? Angst ist also eine Folge deiner Unfähigkeit, mit der Natur deines Intellekts umzugehen. Schau, deine Lebenserfahrung spielt sich auf diese Weise ab. Das sind drei Dimensionen. Es gibt etwas, das man als Erinnerung bezeichnet, was dich ständig füttert. Erinnerung ist nicht nur das, woran du dich erinnerst. Du kannst dich nicht erinnern, wie deine Urgroßmutter vor 10 Generationen ausgesehen hat. Kannst du? Nein. Aber ihre Nase sitzt auf deinem Gesicht. Ja oder nein? Du hast genetische Erinnerung, du hast eine evolutionäre Erinnerung, du hast eine karmische Erinnerung, artikulierte und unartikulierte Ebenen der Erinnerung. Das ganze Ding ist Erinnerung, von Kopf bis Fuß. Jede Zelle im Körper ist Erinnerung, nicht wahr? Wir können eine Zelle nehmen und dich als Ganzes erschaffen, und so haben es deine Eltern auch gemacht. Nur eine Zelle. Und siehst du, du wirst zu dem. Darin steckt also eine enorme Menge an Erinnerung. Diese Erinnerung regelt bestimmte Dinge. Aber es gibt eine gegenwärtige Erfahrung. Erinnerung gehört der Vergangenheit an, aber die Gegenwart ist die Erfahrung, deine Fähigkeit zu erfahren. Wenn du irgendetwas erfahren willst, musst du bewusst sein, du musst gewahr sein, nur dann kannst du erfahren. Die Zukunft ist eine Vorstellung. Also Erinnerung, Erfahrung und Vorstellungskraft, es ist zwischen diesen drei Dimensionen, in denen du existierst. Erinnerung kannst du nicht ändern, weil sie bereits da ist. Die Gegenwart musst du nicht ändern, denn auch die ist jetzt hier. Es ist nur die Vorstellung, die du ändern kannst. Wovor hast du also Angst? Etwas, das passieren wird oder von dem du glaubst, dass es passieren wird, nicht wahr? Die Angst bezieht sich immer auf etwas, das im Moment nicht existiert. Sie bezieht sich immer auf das, was passieren wird. Du leidest also an etwas, das nicht existiert. Wenn du unter etwas leidest, das nicht existiert, dafür gibt es psychiatrische Begriffe. Hallo? Dein einziger Trost ist, dass sich alle im gleichen Zustand befinden. So ist es normalerweise in einer Anstalt. Alle sind in demselben Zustand. Aber gerade jetzt sind die Menschen in diesem Zustand. Was vor 10 Jahren passiert ist, können sie immer noch erleiden. Was übermorgen passieren kann, erleiden sie bereits. Sie leiden an Dingen, die nicht existieren. Einfach deshalb, weil ihr in eurem Bildungssystem alles Mögliche lernt. Nur nicht, wie man hiermit umgeht. Wenn du nicht weißt, wie man hiermit umgeht, spielt es keine Rolle, wie viele unsinnige Informationen du angesammelt hast. Sie werden für dein Leben nicht viel bringen. Du musst wissen, wie du das halten kannst, wie du diesen Körper lenken, diesen Verstand lenken, diese emotionale Struktur und die Energiestruktur lenken kannst. Wenn du hiervon nichts weißt, dann bist du ein zufälliges Wesen.
Es ist gut, dass du Angst hast, andernfalls könntest du dir selbst großen Schaden zufügen.